wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss das nur so merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Welcher Seite steht ihr eigentlich? Tolle Freunde seid ihr, Mann. Ach, Kevin hier, Kevin da. Kevin ist so wunderbar. Ach, Mann. Wundert mich nicht. Kevin macht gerne aus sich eine Show. Frag dich nur, wie lange noch. Wir können ja gerne mal testen, wer mehr Mut hat. Okay, wenn du diese Mutprobe unbedingt brauchst, jederzeit. Wann du willst und wo du willst. Ich habe gerade mit Frau Seifert gesprochen. Und sie hat gesagt, dass sie wegen des Erste-Hilfe-Kurses alles geklärt hat. Das heißt, wir brauchen nur noch 6 Leute. Wie wär's mit mir? Immer 2 zusammen, einer als Opfer, der andere Retter. Ich bin ein Opfer und du musst mich halten, okay? Beug dich über den Verletzten und puste gleichmäßig Luft in seine Nase. Sollte man so etwas nicht lieber in einem richtigen Menschen üben? Was tun wir, wenn wir bei einem Verletzten weder Atem noch Puls feststellen können? Derjenige muss sofort Mund zu Mund beatmet werden. Hey, halt! Du bringst ihn ja um! Stopp, Elisabeth, einen Augenblick. Muss man bei Atemstillstand nicht sofort mit der Beatmung anfangen, weil sonst die Hirntätigkeit aussetzt? Richtig, aber nicht so. Wir haben doch gerade erst gelernt, dass man die künstliche Beatmung nur im Ernstfall einsetzen darf. Ja, auf einen solchen Ernstfall bereite ich mich ja gerade vor. Halt, Elisabeth, lass das bitte. Iris hat wirklich recht. Ach, ich geb's auf. Danke, Frau Seifert. Das nennt man nur Rettung in letzter Sekunde. Wie wär's, wenn ihr vom 10-Meter-Turm springt? Aber nur mit doppelter Schraube und kein Wasser im Becken. Bitte, aber nur, wenn du zuerst springst. Schlage vor, wir losen. Schließlich muss man bei einer Mutprobe auch was riskieren. Was du nicht sagst. Wie wär's, wenn ihr euch vor einen fahrenden Zug schmeißt? Am besten, ihr lasst euch gleich gemeinsam überfahren. Ihr habt doch beide einen Schatten. Am Berliner Fernsehturm, da gibt's Bungee-Jumping. Klar, aber nur, wenn du bezahlst. Apropos bezahlen, wie wär's, wenn ihr aus dem Supermarkt was mitgehen lassen würdet? Klar, am besten eine Stereoanlage oder eine Tischtennisplatte. Ingo, du spinnst. Viel Spaß dabei, wir haben was Besseres vor. Den geht die Düse, sonst nichts. Willst du nicht mit? Das überlasse ich lieber dir. Also, was klauen wir nun? Hm. Wie wär's mit meinem Computerspiel? Nee, lieber ein Walkman. Die sind im Angebot. Ich dachte, das wird eine Mutprobe und kein Einkaufsbummel. Naja, wenn schon, denn schon. Oder sollen wir das Risiko vielleicht für eine Tube Zahnpasta eingehen? Das ist es. Jeder von euch klaut eine Tube Zahnpasta. Eine Tube Zahnpasta? Ja, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ihr es geschafft habt, dann bringt ihr die Beute wieder zurück. Okay. Mein Hühnerauge, ach. Ei. Tut mir leid, soll ich Frau Seifert rufen? Ach nee, geht schon wieder. Warum heißt das eigentlich Hühnerauge und nicht Schweineauge? Ist auch egal. Wo willst denn du dem Aufzug hin, ne? Ich werde erwartet. Ui, und wer ist der Glückliche, wenn man fragen darf? Wer gibt sich schon mit einem zufrieden? Eine ganze Meute erwartet mich. Eine ganze Meute, so. Na, übertreib mal nicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich dort begrüßt werde. Beim letzten Mal haben sie mich gleich vor lauter Freude in eine Pfütze geschubst. Na, das klingt nach einer Horde unzivilisierter Primaten. Oder wirst du von Aliens erwartet? Falsch, ganz falsch, Herr Pasucke. Aber raten Sie ruhig weiter. Ich geb's auf, ich habe wirklich keine Ahnung. Also gut, ich verrate es Ihnen. Ich fahre ins Tierheim und helfe Hunde füttern und ausführen. Das ist ja eine nette Idee. Wie bist du denn da aufgekommen? Ich habe einen Bericht darüber in der UTA gelesen und bin da einfach mal hin. Die haben da sogar einen Schimpansen. Und wenn man ihn am Kinn krault, fängt er an zu schnurren wie eine Katze. Na, pass mal auf, dass er sich nicht in dich verliebt. Ne? Hätten Sie was dagegen? Naja, nachher will er dich heiraten und auf Schloss Einstein einziehen. Und Affen sind hier bekanntlich nicht erlaubt. Ja, ich weiß. Sag mal, warum hast du dir nicht gleich eine Gesichtsmaske übergezogen? Soll ich da vielleicht in den Laden gehen und sagen, hallo, ich bin Wolf Wagner und würde gern bei Ihnen klauen? Mama. So, besser. Okay, wer geht zuerst? Soll ich eine Münze werfen? Nee, lass mal, ich geh schon. Wie du willst. Also, ich zieh da mal los, ja? Augenblick, seid ihr euch eigentlich sicher, dass sie hier nicht auch so ein Alarmsystem mit Etiketten haben? Meine Mutter hat da mal eine Fischdose nicht bezahlt und da ist auch nichts passiert. Wie, deine Mutter klaut? Oh, aus Versehen, sie ist da nochmal zurück. Ach so. Darf ich mal euer Kleingeld bitten? Nicht, dass ihr hier den Helden spielt und das Ding einfach nur bezahlt habt. Ist das wirklich alles? Alles, kann ich jetzt gehen. Okay. Und tschüss.
freu dich nicht zu früh. Bekanntlich beißen die Hunde mal den Letzten. Hey, soll ich dir mal nicht da wieder Seitenlage zeigen? Nein, danke. Ich glaube, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Das ist aber enorm wichtig. Ich will aber nicht. Stell dir mal vor, du spielst Tennis und deiner Partnerin fliegt direkt der Ball in den Kopf. Sie wird bewusstlos und kippt um. Was machst du dann? Dann hole ich den Platzwart und der ruft halt den Notarzt. Aber du musst ihr doch vorher helfen. Du kannst sie doch nicht einfach da liegen lassen. Also gut. Fang schon an. Also pass auf, die stabile Seitenlage braucht man dafür, dass der Verletzte frei atmen kann und sich der Kreislauf stabilisiert. Verstehst du? Entschuldigung, störe ich? Nein, komm ruhig rein. Ich zeige dir gerade, wie sie ihrer Tennispartnerin das Leben retten kann. Wenn Iris mich nicht davor schon zu Tode genervt hat. Das ist übrigens Johannes. Hi, ich bin Luisa. Er ist gerade ins Dorf gezogen und interessiert sich besonders für Ameisen. Er kommt wahrscheinlich auf unsere Schule. Deswegen habe ich ihm versprochen, dass ich ihm schon mal das Internat zeige. Aber nur, wenn ich wirklich nicht störe. Nein, du störst überhaupt nicht. Ameisen, ist das nicht total langweilig? Würde ich nicht so sagen. In einem Ameisenhaufen gibt es zum Beispiel die unterschiedlichsten Berufe. Ah ja, verstehe. Sowas wie Filmstars, Tennisspieler, Journalisten. Nee, aber Babysitter, Soldaten, Arbeiterinnen und mindestens eine Königin. Hilf mir mal hoch. Ja. Autsch! Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass Forscher so zarte Hände haben. Schon gut, ich habe mir nur ein bisschen die Hand aufgerissen. Verletzt? Zeig mal! Das muss sofort verarztet werden. Nee, lass mal. Das ist wirklich nur ein kleiner Kratzer. Vorsicht, Johannes. Gleich wirst du in die stabile Seitenlage buxiert und von oben bis unten in den Mull eingewickelt. Na, junger Mann, das würde ich mir aber lieber noch mal überlegen. Die da schmeckt wirklich ganz abscheulich. Nehmen Sie lieber eine andere, junger Mann. Danke für den Tipp. Kann ich dir vielleicht helfen? Was suchst du denn? Ich weiß noch nicht, welche ich nehmen soll. Reinigungstabs für dritte Zähne? Für deine Oma? Nee, für meinen Opa. Na, die kann ich dir empfehlen. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Die werden deinem Großvater bestimmt gefallen. Ich glaube, ich frage dann lieber doch noch mal meine Oma. Danke. Tut's weh? Es brennt und riecht irgendwie komisch. Ja, du wirst es überleben. Iris hat übrigens recht. Wenn sich sowas erstmal entzündet, kann es tatsächlich schlimm werden. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Kratzer. Ja, kleine Wunden, große Wirkung, sagte unser Oberarzt immer. Sag mal, weißt du eigentlich, wann du deine letzte Tetanusspritze bekommen hast? Ich glaube, vor einem halben Jahr. Na, dann hast du wenigstens keinen Wundstarrkrampf zu befürchten. Und was ist mit Tollwut? Iris, bitte. Dazu hätte er sich direkt bei einem tollwütigen Tier infizieren müssen. Wie äußert sich Tollwut eigentlich? Tja, soweit ich weiß, durch Kopfschmerzen, Tobsucht, Angstanfälle, Lähmungen. Jetzt hör doch mal auf damit. Oder warte mal. Am besten, du liest es selber nach. Hier. Warte, kann ich es mitnehmen? Ja, aber vergiss nicht, es wieder zurückzubringen. Zeig mal her. Na, gut gemacht. Sollte man nicht doch einen Druckverband machen? Ich denke, ein einfaches Pflaster tut's auch. Hm? Ich hab nichts. Moment mal, junger Mann. Ja? Hi. Hi. Das ist Johannes. Ich wollte ihm mal das Labor zeigen. Seine Spezialitäten sind Ameisen und Briefmarken. Willkommen auf Schloss Einstein. Wie viel kann man denn damit vergrößern? Bis 500-fach. Damit kannst du aus jeder winzigen Ameise einen großen Dinosaurier machen. Willst du mal gucken? Gern, danke. Du benutzt Nasenspray? Ja, und?
Das ist total ungesund. Würdest du jetzt wieder einen auf Frau Doktor machen? Davon wird mir nicht leicht die Nase abfallen. Nasensprays können die Nasenschleimhaut auf Dauer kaputt machen. Was du nicht sagst. Ja, das kannst du mir ruhig glauben. Und was ist, wenn mein Arzt mir das verschrieben hat? Dann hat dein Arzt keine Ahnung. Du musst es ja wissen. Habt ihr das auch in eurem Erste-Hilfe-Dingsbums gelernt? Was? Andere Leute von der Arbeit abhalten und nerven. Nee, aber dass man gesetzlich sogar zur ersten Hilfeleistung verpflichtet ist, das haben wir da gelernt. Ach ja. Was ist denn das hier eigentlich? Sieht ja toll aus. Ein Tropfen Blut. So sieht Blut aus? Wozu brauchst du denn Blut? Ich will mich mit dem Experiment bei Jugendforsch bewerben. Verstehst du? Und wozu soll das gut sein? Ich will gucken, was passiert, wenn ich Vitamin C dazugebe. Ob die weißen Blutkörperchen dann Abwehrkräfte gegen die Bakterien entwickeln. Verstehe. Ich finde übrigens, auch Tiere sollten ein Recht auf Erste Hilfe haben. Du meinst Katzen, Hunde, Vögel, Bakterien oder Regenwürmer? Und warum nicht? Vielleicht solltest du dich mit dem Thema, was soll ich tun, wenn mein Wenzel sich mal wieder von der Leiter gefallen ist, bewerben. Sehr komisch. Oder was soll ich tun, wenn mein Dackel zu viel Nasenspray genommen hat? Zugegeben, ein Wellensittich zu beatmen, ist etwas schwierig. Aber bei Hunden hat es das wirklich schon gegeben. Gut, Herr Pasulke, dass ich Sie treffe. Ja, wo brennst denn? Waren Sie halt schon Mittagessen? Nee, wieso? Dann hätten Sie nämlich wahrgenommen, dass in der Mensa Pflaster und Mullbinden herumliegen. Ja, danke für den Hinweis, werde ich mich gleich drum kümmern. Ach, übrigens, Herr Pasulke, warum hat man denn den Erste-Hilfe-Kurs nicht gleich in der Krankenstation abgehalten? Ja, ich nehme an, weil es da zum Üben einfach zu eng ist. Aha, und warum dann nicht in der Sporthalle? Ja, die ist wahrscheinlich wieder zu groß. Herr Dr. Wolfert, könnte es sein, dass Sie den Erste-Hilfe-Kursus nicht unbedingt begrüßen? Wie kommen Sie denn darauf? Jede Initiative eines Schülers oder einer Schülerin ist doch gerade in diesen Zeiten sehr hoch einzuschätzen, oder? Wirklich jede? Es ist doch erklärtes Ziel und Konzept dieser Schule, die Selbstinitiative bei den Schülern zu fördern, oder? Ja, und wenn die Kinder nun, sagen wir mal, auf die Idee kämen, aus Schloss Einstein ein Tierheim zu machen. Ein Tierheim? Was denn für ein Tierheim? Erstens kommen unsere Schüler nicht auf diese Idee und wenn doch, sollte man ihnen zweitens Grenzen setzen. Ah ja, ich verstehe. Also höchstens eine Katze und ein Hund für jeden, ja? Wo bleibt ihr denn so lange? Vielleicht beißen die Hunde ja heute mal den ersten. Ach, hör auf damit. Oder es gibt einen Superstoff vor dem Zahnpasta-Regal. Hi, Fans. Und, hast du es geschafft? Na klar. Zeig schon her. Hast du die passenden Kosmetikserie auch gleich mitgehen lassen, oder wie? Nee, komm. Es gab da ein paar kleine Probleme. Probleme? Was für Probleme? Naja, ich war schon fast durch die Kasse durch, da ich plötzlich hinter mir so eine Stimme. Moment mal, junger Mann. Ich drehe mich ganz langsam um. Was dann? Jetzt sag schon. Nichts weiter. Mir war bloß meine Sonnenbrille rausgefallen. Hast du nun die Zahnpasta oder nicht? Wart's ab, ich hab was viel Besseres. Sag mal, spinnst du? Jetzt krieg dich mal wieder ein. Das war nicht abgemacht, dass du so einen Koffer anschleppst. Es ging um eine Zahnpastatube. Ja, da bin ich nicht rangekommen. Und da dachte ich mir, so ein Teil tut's auch. Wenn du unsere Abmachung nicht einhältst, muss ich sie auch nicht einhalten. Wie sollen wir das verstehen? Hast du jetzt Muffensausen oder was? Nein, hab's mir nur noch mal überlegt. Was hast du dir überlegt? Mutproben sind was für Sechsjährige und aus dem Alter bin ich schon lange raus. Jetzt mache ich dir noch einen grünen Streifen drauf. Nee, mach mal lieber blaue Punkte. Hallo, sonst noch jemand da? Nein, nur Dr. Wolfert und Frau Geilwitz. Sie haben dich gerade unter dem Sofa versteckt. Was hast denn du da, Blutecke, für Ihres Erste-Hilfe-Kurs? Fast richtig, zweimal dürft ihr noch raten. Maikäfer? Falsch, ganz falsch. Also erst niedlich, große Kulleraugen, süße Nase und kleine Ohren. Falls es eine Maus und eine Ratte ist, dann kannst du gleich wieder gehen. Hier, den musste ich einfach mitnehmen. Ist der süß. Sag ich doch. Na du. Wo hast du den denn her? Och, der ist mir plötzlich auf der Straße zugelaufen. Verstehe, direkt bis vors Fahrrad, sodass du gerade noch bremsen konntest. Und die Wahrheit? Ich hab ihn aus dem Tierheim. Ich helfe dort einmal in der Woche aus. Aber du weißt doch ganz genau, dass Tiere hier verboten sind. Ich finde, so ein kleiner Hamster ist doch gar kein richtiges Tier. Erzähl das mal, Gubbi. Achtung. Oh, störe ich? Nö. Ich wollte nur mal schauen, ob die Unterlegplatten passen, damit der Tisch endlich nicht mehr wackelt. Na, wir gehen dann weiter. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Was ist das denn da? Och,
Nichts weiter. Also, wenn da keine Luftlöcher drin wären, dann würde ich sagen, das ist eine Frischhaltebox für Pralinen. Darf ich da mal reingucken? Echt geiler Sound, das Teil. Aber folgt nur unserer Abmachung. Ach, der Typ ist auch eine Pfeife. Manchmal ist es eben mutiger, seine Meinung zu ändern. Wenn du mich fragst, der Typ hat einfach nur Muffensausen. Also, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt in den Supermarkt gegangen bin. Hallo. Darf ich den König der Langfinger begrüßen? Lass mich bloß in Ruhe. Erst große Töne spucken und dann kneifen. Wer hat hier wen gekniffen? Ich dachte, diese alberne Mutprobe hätte sich längst erledigt. Nee, Wolf hat anstatt einer Zahnpastatube ein Radio mitgehen lassen. Und Kevin ist ausgestiegen. Damit wäre die Sache ja wohl jetzt entschieden, oder? Es war zwar abgemacht, dass jeder eine Tube Zahnpasta mitgehen lässt und nicht so ein Weltempfänger. Aber vergiss es, du hast gewonnen. Sag ich doch. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Dass du das Ding, so wie vereinbart, wieder zurückbringst. Ja, kannst du dir vorstellen, was hier los wäre, wenn jeder von euch ein Tier hätte? Wenn hier überall Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Krokodile rumlaufen würden. Und was ist mit den Cookies von Dr. Stolberg? Ja, das habe ich dir doch schon erklärt. Aber ich kann den Hamster nicht wieder zurückgeben. Und warum nicht? Weil ich versprochen habe, ihn zu behalten. Bitte, Herr Pasulko. Ja, ich verstehe dich ja, aber es geht nicht. Das kriegt doch keiner mit. So ein kleiner Hamster ist doch gar kein richtiges Tier. Ach, und wo willst du ihn verstecken? Unterm Kopfkissen vielleicht? So ein Tier muss artgerecht gehalten werden. Das braucht einen großen Käfig. Ein Haus, ein Laufrad. Licht, Luft. Kann man denn da gar nichts machen? Nee, mein Kleiner, tut mir leid. Es wird wohl bei diesem Ausflug nach Schloss Einstein bleiben. Du musst wieder zurück in die Höhle des Schimpansen. Und wenn Sie ihn behalten wollen? Ich? In meiner Wohnung? Wie kommst du denn darauf? Ich komme auch jeden Tag und kümmere mich um ihn. Nee, kommt gar nicht in Frage. Bitte, Herr Pasulk, stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen nach Hause und da ist jemand, der schon auf Sie wartet. Ja, und wo soll ich denn einquartieren? In der Badewanne vielleicht oder im Spülbecken? Irgendwo wird sich doch so ein Käfig auftreiben lassen. Ich kann in meinem Dorf rumfragen. Nee, lass mal gut sein. Das heißt, im Keller müsste eigentlich noch so ein Ding rumstehen. Heißt das, der Hamster darf hier bleiben? Na gut, ich nehme ihn erst mal. Aber nur für eine Woche. Und du kümmerst dich wirklich um Futter und Pflege. Hast du gehört, du darfst beim lieben Herrn Pasulke bleiben. Ihr werdet euch sicher ganz toll verstehen. Was ist denn das eigentlich, ein Männchen oder ein Weibchen? Ich glaube, ein Männchen. Ja, und wie heißt er? Ach ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was halten Sie von Pasulke? Pasulke? Ist das für eine gute Idee? In dem Buch von Frau Seifert habe ich gelesen, wenn man einen Magendurchbruch hat, muss man als erstes... Halt doch endlich mal deine Klappe. Oder wenn man sich eine Verbrennung zugezogen hat. Ich meine, das kann ja jeden Tag passieren. Man sinnt sich den Kochtopf und... Kannst du nicht einfach mal von was anderem reden? Guck mal, da liegt einer. Der sieht aus wie Johannes. Der bewegt sich ja gar nicht. Ich glaube, der ist ohnmächtig. Dann müssen wir ihn sofort in die stabile Seitenlage bringen, sonst erstickt er. Jetzt warte doch mal. Wir müssen ihn unter dem Tisch hervorziehen. Oh, was soll denn das? Aua! Was wollt ihr denn von mir? Ups. Was hast du denn da unten gemacht? Nichts weiter. Ich habe nur einen Maikäfer gesehen und den wollte ich retten. Entschuldigung, ich dachte, dir wäre echt was passiert. Kannst du mal bitte nachsehen? Ich glaube, da wächst mir ein ganz gewaltiges Horn. Tut's da weh? Ah, sei doch vorsichtig. Am besten, Iris bringt dich gleich auf die Krankenstation. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Na, mein kleiner Pasulke, du scheinst dich hier richtig wohl zu fühlen. Wie wär's mal mit einer kleinen Pause? Na, wenn das so weitergeht, dann ist aber Feierabend. Na, hör mal, Pasulke. Feierabend, habe ich gesagt. Schluss aus, geh in dein Haus. Na, ich will den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Kannst du das nicht verstehen? Okay, du hast es nicht anders gewollt. Jetzt ist wirklich Schluss. Ich muss morgen wieder fit sein wie ein Turnschuh. Ich sehe, wir verstehen uns.
Was macht man, lieber Pasulke? Zahl, ich bringe ihn zurück. Kopf, ich bringe ihn nicht zurück. Ach Mist, nochmal. Zählt nicht. Nochmal. Du hast das Radio ja immer noch. Was geht dich das denn an? Der Supermarkt macht gleich zu, du solltest dich beeilen. Ist ja wohl allein meine Sache, wenn ich das Teil zurückbringe. Du hast Tschüss, gib schon zu. Musst du gerade sagen, ja? Okay, okay, deine Sache. Aber was machst du, wenn die dich bei der Rückgabe erwischen? Dann sage ich halt, das Teil wäre mir zugelaufen. Schwuppdiwupp unter deiner Jacke. So wie du aussiehst, glaubt dir doch keiner, dass du das Ding bloß zurückbringen wolltest. Musst du nicht langsam nach Hause? Deine Mutter wartet auch schon mit der Gute-Nacht-Geschichte. Soweit ich weiß, kannst du mit 14 in den Knast kommen. Was soll denn jetzt der Quatsch? Hätte ich den Mund. Entschuldigung. War nur so ein Gedanke von mir. Wie wäre es, wenn ich das Ding für dich zurückbringen würde? Das würdest du für mich tun? Und was ist, wenn sie dich erwischen? Ich bin erst 12, mir kann doch nicht so viel passieren. Und außerdem, ich bin dir noch was wegen der Mutprobe schuldig. Okay, okay, aber du musst dich beeilen. Der Supermarkt macht gleich zu. Pack ihn am besten gleich in eine Tüte. Hätte ich nicht gedacht, dass du das für mich tust. Ich auch nicht. Ah ja, hab ich's doch geahnt. Hamster sind nachtaktive Tiere. Für sie beginnt mit der Dämmerung die schönste Zeit des Tages. Weißt du eigentlich, wie spät es inzwischen ist? Ne? Die Decke war doch das verabredete Zeichen dafür, dass es Schlafenszeit ist. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann fegst du morgen für mich einen Hof. Hallo, großer Pasulke an kleinen Pasulke. Geh bitte schlafen, ja? Na gut, dann muss ich dir dein Lieblingsspielzeug jetzt eben wegnehmen, damit das Geschäppre endlich aufhört. Raus da. Ja. Na, was hast du jetzt davon? Naja, ich will kein Unmensch sein. Als Wiedergutmachung bekommst du ein bisschen von Lauers Hamster-Spezialfutter. Schön warten, bin gleich wieder da. Hey, wo hast du dich versteckt? Der muss mir entwischt sein. Hey, Pasulke, guck mal, was ich lecker für dich habe. Hallo, Pasulke. Hey, wo bist du? Hier. Was willst du von mir? Dir einen Vorschlag machen. Und wie soll der aussehen? Ganz einfach. Ich will, dass du ab jetzt das machst, was ich dir sage. Hast du schlecht geträumt, Kleiner? Nein. Ich will nur, dass du ab jetzt das machst, was ich dir sage. Vergiss es. Und jetzt mach endlich diese dumme Lampe aus. Das nervt. Nur zu deiner Information. Ich habe das Radio gar nicht zurückgebracht. Was hast du nicht? Du hast richtig gehört. Ich habe das Ding gar nicht zurückgebracht. Und wo ist es jetzt? Bei mir zu Hause. Mit deinen Fingerabdrücken drauf. Ja und, was soll das? Ich könnte das Ding zur Polizei bringen und denen alles erzählen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du willst mich erpressen? Fass mich nicht an. Du mieser kleiner Typ, du. Ich will nur, dass du in Zukunft das tust, was ich dir sage. Verstanden? Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.